Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem digitalen Fachgespräch Reh. Das machen wir heute zum vierten Mal und wir laden uns immer interessante Gäste zu interessanten Themen ein. Und ich habe es letztes Mal schon gesagt, auch beim vierten Mal kann man ja eigentlich schon von einem traditionellen Format sprechen. Und deswegen freue ich mich, dass viele heute auch wieder dabei sind, sowohl bei Facebook live oder hier auch direkt im Webinar. Und wir haben uns heute ein ganz wichtiges Thema ausgesucht. Das ist nämlich das Thema Kulturpolitik. Wie geht's weiter mit der Kultur in und nach dieser extremen Krise? Und wir haben jetzt seit knapp 9 Monaten die Corona-Krise in Deutschland und mit die erste Branche, die sofort mit runtergefahren ist, ist die Kulturbranche. Wir haben im Sommer das ein oder andere kleinere Format erlebt, aber wir sehen, dass gerade die Kulturbranche, Theater, Clubs, Künstler, aber auch Dienstleister extrem unter dieser Krise leiden, weil es sehr, sehr schwierig ist, unter diesen Bedingungen tatsächlich auch Geld zu verdienen, Veranstaltungen anzubieten und schöne Events zu machen. Und deswegen ist diese Branche so extrem in Gefahr. Und das hat auch enorme Folgen. Das hat viele soziale Folgen für die Künstlerinnen und Künstler. Das hat Folgen für die Veranstalter, für die Clubs, für die Dienstleister aller Art, vom Bühnenbauer über den Messebauer, aber auch natürlich für andere Spielstätten wie Theater etc. pp. Und was viele, die nicht in dieser Branche unterwegs sind, auch nicht sehen, ist, dass die Kulturbranche, die Veranstaltungsbranche, die Clubs ja auch konstitutiv sind für viele andere Bereiche. Das ist ja nicht nur die Frage, dass wir ein gutes Privatleben haben, also schöne Veranstaltungen haben, sondern für den Tourismusstandort Berlin zum Beispiel ist dieses Thema enorm wichtig, aber auch für viele andere Regionen. Denken wir an die vielen Festivals, die dieses Jahr ausgefallen sind. Das hat nicht nur Folgen für die Festivalveranstalter, sondern es hat natürlich auch Folgen für viele Künstler. Das hat aber auch Folgen für viele Regionen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen heute Abend dieses wichtige Thema diskutieren, weil auch absehbar ist, dass wir noch eine gewisse Zeit brauchen werden, um den Kulturbetrieb wieder hochzufahren. Und wir müssen dafür sorgen, aus meiner Sicht, dass wir die Strukturen in dem Bereich erhalten. Und deswegen habe ich mir heute Abend total interessante, spannende Gäste eingeladen, mit denen wir auch nachher diskutieren können. Auf der einen Seite freue ich mich, dass heute Abend bei uns ist Pamela Schobes. Sie ist Leiterin des Berliner Clubs Gretchen. Und davor hatte sie schon mal einen Club im Prenzlauer Berg, der weggentrifiziert wurde. Und sie ist Vorsitzende der Berliner Clubkommission und dessen Ziel die Förderung der Akzeptanz der Clubkultur ist. Sie lebt seit den 90er Jahren in Berlin und ist, glaube ich, eine ausgewiesene Expertin für das Thema, über das wir heute Abend sprechen. Deswegen freue ich mich, dass Pamela heute Abend sich bereit erklärt hat, um mit uns zu diskutieren. Auf der anderen Seite begrüße ich Götz Wiedmann. Götz Wiedmann ist Liedermacher und er hat mal angefangen im Duo Joint Venture. Und als sein Partner Kleinti starb, entschied er sich, solo weiterzumachen. Er hat sein eigenes Liedermacher-Label, ist Booker der Band Tonsteine Scherben und hat über den Sommer und den Herbst ein paar Konzerte, auch ein paar Clubkonzerte gemacht. Und er kennt sich gut aus in der Szene, ist viel auf Tour und kann uns, glaube ich, auch einen guten Eindruck, einen guten Stimmungsbericht von der Künstlerseite geben. Hallo. Und als dritten Gast habe ich mir eingeladen, meinen lieben Kollegen Erhard Grundl, der für uns Kulturpolitik hier im Deutschen Bundestag macht. Auch Erhard kommt aus der Szene, ist ein starker Verfechter der Kulturpolitik und Erhard wird uns nachher auch einen kleinen Einblick in die kulturpolitischen Themen und Fragestellungen der letzten Wochen und Monate geben. Und alle zusammen diskutieren wir nachher. Wir beantworten auch Ihre, eure Fragen hier. Diejenigen, die im Webinar sind, machen das bitte über F und A. Alle anderen können gerne auch über Facebook ihre Fragen stellen, wo wir das live streamen. Und ich würde mich freuen, wenn wir nachher eine schöne Diskussion haben. Es geht bei diesem Format
um Wissensvermittlung, auch mal wirklich einen Blick hinter die Kulissen einer Branche, die leidet wie wenige andere in dieser Zeit. Und deswegen freue ich mich sowohl, dass Pamela als auch Götz heute Abend bei uns sind und würde Pamela jetzt das Wort geben, dass sie uns mal einen Einblick gibt aus Sicht der Berliner Clubkommission und auch aus ihrer Sicht als Clubbetreiberin. Und dann Götz und danach Erhard das politisch abrundet, bevor wir in die Diskussion gehen. Bitte schön, Pamela, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin Pamela. Ich bin seit über 20 Jahren Clubbetreiberin zusammen mit meinem Partner. Du hast es vorhin schon gesagt, wir haben schon mal einen Club verloren. Das ist immer sehr hart. Also zum einen natürlich finanziell, aber emotional ist es total hart. Und im Grunde stehen wir alle, also ich spreche, glaube ich, stellvertretend für alle Clubs in Berlin und in Deutschland und vermutlich überall auf der Welt. Wir haben alle irgendwie so wenig Perspektive. Das ist emotional wirklich hart. Und ich merke jetzt auch gerade, wir sind seit 9 Monaten quasi im Dauerlockdown. Es ist wirklich schwierig, emotional damit umzugehen. Als wir am Mitte März geschlossen worden sind, habe ich in einem Interview gesagt, dass wir die Ersten sind, die schließen mussten und dass wir ziemlich sicher auch die Letzten sein werden, die wieder aufmachen dürfen. Als ich das damals gesagt habe, war mir aber nicht klar, wie lange das dauert. Also ich glaube, niemand von uns hatte das in irgendeiner Art und Weise in seinem Kopf oder konnte sich vorstellen, was das für eine Bedeutung hat, diese Pandemie, und wie schwierig das ist, die in den Griff zu bekommen. Wir sind alle von 2-3 Monaten ausgegangen und wir sind jetzt seit 9 Monaten im Grunde in einer Art Dauer-Lockdown. Als wir damals zugemacht haben, war unser allererstes Interesse irgendwie zu gucken, was ist eigentlich mit unseren Leuten, mit unseren Angestellten, mit unseren Künstlerinnen, wie kann man denen helfen, wie kommen die über die Runden. Dann wurden die ersten Hilfspakete angekündigt und so mein erster Eindruck war, ich muss irgendwie über den Monatswechsel in den April kommen, weil da sind ja Sachen zu bezahlen und dann wird das irgendwie gehen. Im Grunde sind wir in dieser Situation noch immer. Also wir haben natürlich immer noch das Problem, dass wir unser Team nicht um uns haben, dass wir unser Team nicht wirklich beschäftigen können. Viele helfen uns bei verschiedenen Sachen, aber auch das, da gibt's, die haben im Grunde genau das gleiche Problem wie wir. Wir wissen nicht, wann es weitergeht und wie es weitergeht. Das ist einzig und allein die Schuld der Pandemie. Ich sage das explizit nicht als Vorwurf an die Politik, dass wir keine Perspektiven haben, was ein Öffnungsdatum angeht. Das kann man, glaube ich, einfach nicht geben, weil die Pandemie eben eine Pandemie ist. Dennoch ist es wirklich schwierig für die Menschen, die mit uns zusammenarbeiten und die mit uns gemeinsam betroffen sind. Und das sind eben nicht nur wir Clubbetreibende und das sind auch nicht nur die Künstlerinnen, aber es sind eben auch die Künstlerinnen. Es sind aber eben auch unsere Leute, die an den Bars arbeiten, an den Türen arbeiten, die uns irgendwelche Dinge zuliefern. Das sind unsere TechnikerInnen. Das hängen einfach unfassbar viele Leute an unserer Branche dran. Es ist jetzt tatsächlich nach 9 Monaten, ich könnte Stunden darüber referieren, was für Probleme wir haben und welche Lichtblicke und welche auch nicht. Aber tatsächlich ist es für uns sehr schwierig, wenn jetzt auch zum Beispiel darüber diskutiert wird, oh je, es gibt einen zweiten Lockdown. Wir sind wirklich seit 9 Monaten im Lockdown. Das ist wirklich unfassbar hart, weil wir alle zusammen eine sehr, sehr kreative Branche sind. Also es sind tatsächlich, wie ich finde, nicht nur die Künstlerinnen, die Kreativen, sondern auch wir Betreibende sind die Kreativen. Wir machen ja auch das Programm und wir machen das alles zusammen für die Menschen, die wir glücklich machen wollen. Und das ist im Augenblick eben tatsächlich schwierig. Wir versuchen trotz alledem natürlich eigentlich alle ein Kulturprogramm auf die Beine zu stellen. Das war in den ersten Monaten im Wesentlichen Streaming. Im Sommer hatten wir insbesondere auch in Berlin das Glück, dass wir draußen auch Veranstaltungen machen konnten. Allerdings sind die Veranstaltungen, die wir draußen gemacht haben, natürlich auch logischerweise unter Einhaltung von Abstandsregelungen durchzuführen gewesen. Alles, was wir unter Einhaltung von Abstandsregeln machen können, ist nicht wirtschaftlich. Alles, was wir mit Abstandsregeln machen, bedeutet, wenn man ganz großes Glück hat, dass man irgendwie auf eine Null kommt, wenn ganz viele Leute reinbuttern und auch kein Geld verdienen. Trotzdem haben wir das alle gemacht und auch wahnsinnig gerne gemacht. Und die Dankbarkeit, die von den Menschen zurückgekommen ist, ist wirklich unglaublich. Ich glaube, alle Leute, die im Kulturbereich tätig sind, kennen so dieses
Also ist jetzt auch egal, ob man auf der Bühne steht oder dahinter steht. Wir kennen alle dieses Gefühl, die Künstler sind auf der Bühne, die Künstlerinnen sind auf der Bühne und du hast das Publikum, es gibt eine Kommunikation und es gibt Emotionen. Und mit diesem Gefühl gehen die Menschen nach Hause, mit diesem Gefühl gehen die Menschen von der Bühne und mit diesem Gefühl gehen auch wir Betreiberinnen nach Hause. Und das fehlt uns allen. Das ist wirklich schwierig und deswegen war das wirklich wunderbar, dass wir im Sommer diese kleinen Sachen machen konnten, weil man wenigstens ein bisschen was hat geben können und ein bisschen was zurückbekommen hat an Emotionen, an Gefühlen, an Kultur einfach auch und an Dingen, die das Leben lebenswert machen. Leider kann man damit eben kein Geld verdienen. Es gibt ja relativ viele Hilfen vom Bund. Es hat sehr lange gedauert, bis Sachen vom Bund gekommen sind, die auf unsere Branche zugeschnitten waren. Ich glaube, wir haben sehr, sehr lange gebraucht, um den PolitikerInnen begreiflich zu machen, dass Kultur eben auch wichtig ist und dass die Kulturbranche eben auch nicht in der Lage ist, sich im Augenblick selber wirtschaftlich über Wasser zu halten, weil wir einfach nicht viel machen können. Als Beispiel, es gab sehr, sehr viele Menschen, die uns vorgeschlagen haben, naja, wenn ihr nicht veranstalten könnt, vermietet doch eure Räume für irgendwas anderes. Ja klar, würden wir wahnsinnig gerne machen. Clubs haben in der Regel aber keine Fenster, zwar vielleicht eine Lüftung, die ist aber irre laut. Also für was will ich meinen Laden vermieten, womit ich Geld verdienen kann, wenn es diese Pandemie gibt, wo man eben die Leute nicht in einen geschlossenen Laden bringen kann, den man nicht lüften kann. Also ganz viele Dinge, die an uns herangetragen worden sind, wie wir uns selber helfen könnten oder helfen sollten, sind einfach leider nicht machbar. Für uns Clubleute oder vermutlich viele in dieser Branche ist es insbesondere im Augenblick auch wahnsinnig schwierig, weil wir es gewöhnt sind, für uns selber zu sorgen. Also gerade die Clubkultur ist eine Branche, die wenig bis gar nicht gefördert wird über staatliche Förderung oder über irgendwelche Zuschussprogramme. Das heißt, wir gelten erstmal einfach als Wirtschaftsbetriebe, die wir tatsächlich auch sind. Wir sind aber gleichzeitig auch Kulturbetriebe, weil wir ein Kulturprogramm auf die Beine stellen. Und im Vergleich zum Beispiel zu Opernhäusern oder staatlich subventionierten Häusern erwirtschaften wir alles selber, um dieses Kulturprogramm machen zu müssen, weil es nicht anders geht. Aber wir sind dann dadurch eben auch frei. Wir werden nicht gegängelt, was unser Programm angeht. Das ist eigentlich sozusagen wunderbar, aber sehr hart. Aber das ist so ein bisschen die Krux, dass man uns am Anfang der Pandemie, glaube ich, eher als Wirtschaftsbetriebe gesehen hat, die irgendwie selber klarkommen müssen und eben nicht als Kulturbetriebe oder Kulturstätten. Es hat sich in der Zwischenzeit die Situation durch die Hilfsprogramme, die es gibt, etwas verbessert. Es gibt die Bundeshilfen alleine, das muss ich aber ganz klar sagen, die Bundeshilfen alleine reichen nicht aus, um unsere Orte zu erhalten. Und da ist es jetzt auch egal, ob es um die Überbrückungshilfe geht oder die Neustartprogramme, die uns einen Neustart ermöglichen wollen, wo wir aber gar nicht wissen, wann der ist, die im Übrigen auch keine Miete zahlen. Also wir brauchen zusätzliche Programme, die es in einigen, aber nur wenigen Bundesländern gibt. Berlin hat ein gutes Hilfsprogramm, was uns unter die Arme greift. Es gibt in Bayern ein ganz gutes Programm. Es gibt in Hamburg ein ganz gutes Programm. Und ich glaube, es gibt noch ein Bundesland. Aber nicht alle Bundesländer haben eigene Programme aufgesetzt. Das heißt, die Bundesländer, die alleine auf die Bundesmittel angewiesen sind, haben riesige Probleme und können eigentlich nicht mehr wirklich länger ihre Orte halten. Und ich glaube, dann alles bei uns ist ein Kreislauf. Das große Problem ist, wenn wir unsere Orte verlieren, dann verlieren die Künstler und Künstlerinnen ihre Bühnen. Und wir sind diejenigen, die die kleinen Leute groß machen oder auch mal große Leute in ein kleines Umfeld bringen, was für große Leute oft eine besondere Situation ist, weil sie dem Publikum dann auch wieder so nah sind. Aber wir sind sozusagen, ohne die Bühnen geht es nicht. Das ist da so ein bisschen wie mit Ei und Huhn. Was ist jetzt zuerst da? Wir können natürlich auch nicht ohne die Künstlerinnen, aber die Künstlerinnen können eben auch nicht ohne die Orte. Und deswegen ist es, glaube ich, aus infrastruktureller Sicht wahnsinnig wichtig, diese Orte zu erhalten, weil wir sonst unfassbar viel auf Dauer verlieren. Also wir sind sozusagen so ein bisschen das Experimentierlabor und bieten halt die Möglichkeit, neue Formate zu entdecken, neue Musikstile zu entdecken, neuen Leuten einfach auch die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren. Und wenn das alles wegfällt, dann haben wir auf Dauer eine deutliche Reduzierung im Bereich der Kunst und der Kultur, also was den Facettenreichtum angeht.
Und sind auf jeden Fall kulturell um Längen ärmer. Und da haben wir jetzt noch überhaupt nicht darüber geredet, was unsere Orte überhaupt für die Menschen auch bedeutet, dass wir wichtig sind für die Menschen, dass die Menschen zu uns kommen können. Zum einen, um einfach Kultur zu genießen, aber zum anderen eben auch dieser gesellschaftspolitische Aspekt, dass man sich begegnet, dass man sich austoben kann, dass man sich verlieren kann oder finden kann. Da hängt so unfassbar viel dran, dass wir einfach nur hoffen können, dass man weiter an uns denkt, weil das ganz große Problem ist, im Augenblick ist es so, dass wir irgendwie über Wasser gehalten werden, was super ist. Es gibt sehr viele Länder, wo das nicht passiert. Also wir sind sozusagen eigentlich im Augenblick ganz gut aufgehoben. Da wir aber, wir sind von 100% auf 0% runter im März, wir können aber niemals von 0 auf 100% hochgehen. Also ich habe ganz große Angst, dass wenn es langsam wieder anfängt, und man langsam wieder ausgehen kann, dass die Politik, sage ich jetzt mal, glaubt, ah ja, jetzt ist ja alles in Ordnung. Weil das wird ganz sicher nicht so sein. Die Menschen werden Angst haben, auszugehen. Es sind einfach nicht genügend Leute vielleicht auch da. Gerade wenn wir über Tourismusaspekte sprechen, Berlin, wir bringen unfassbar viele Touristen in die Stadt, aber selbstverständlich leben wir auch von denen. Also die kommen ja auch zu uns. Es wird einfach unfassbar viele Probleme geben. Und wenn man uns dann nicht weiterträgt, dann war alles, was bis jetzt passiert ist, im Grunde umsonst, weil wir werden es dann alleine auch nicht schaffen. Vielleicht das als, tut mir jetzt furchtbar leid, dass ich mit sowas Negativem aufhöre, aber das ist die Situation. Das ist schon gut, weil wir wollen es ja ungeschminkt haben, weil wir auch überlegen müssen, wie geht's weiter, und deswegen ist es wichtig, es so zu hören. Du hast jetzt gesagt, ohne die Bühnen geht es nicht, aber ohne die Künstler geht es auch nicht. Götz, wie stellt sich aus deiner Sicht die Situation dar, aus Sicht des Künstlers, aber auch desjenigen, der Künstler auf Bühnen bringt? Vielleicht kannst du uns mal einen Einblick aus der Künstlersicht geben. Bevor ich das tue, würde ich sagen, dass ich auch gleich, als es losgegangen ist mit der ganzen Pandemie, mir als erstes gesagt habe, die größte Sorge mache ich mir um die Clubs, weil ohne die Clubs sind wir Künstler komplett verloren. Und im Gegensatz, als Künstler kann ich mich noch irgendwie über Wasser halten, weil ich nicht so hohe Kosten habe. Aber die Clubs, die haben diese ganzen Personalkosten, die müssen ihre Mieten zahlen, ob die Einnahmen haben oder nicht. Die wenigsten Clubs, die ich kenne, haben irgendwie dann mit ihren Vermietern Deals gemacht, dass sie in dieser schwierigen Zeit weniger zahlen müssen. Die meisten müssen voll durchbrettern und von heute auf morgen sind unvorbereitet, da war wirklich niemand darauf vorbereitet, die Einnahmen weggebrochen. Und wenn wir Künstler dann irgendwann nach der Pandemie aufwachen und es gibt keine Clubs mehr, dann sind wir in einer ganz anderen Welt. Dann dürfen wir zwar wieder auftreten, aber wir wissen nicht genau wo. Und das Know-how kann man nicht von heute auf morgen ersetzen. Wenn so ein Club zusammenbricht, dann geht da auch jede Menge Wissen, irgendwelche Datenbanken vom Publikum, Connections mit Presse, eben auch uns Künstlern, geht alles verloren. Und das kannst du nicht von heute auf morgen wieder hinstellen. Da steckt teilweise 30, 40 Jahre Erfahrung drin bei den wirklich guten Leuten, die tolle Arbeit machen. Und das war von Anfang an meine größte Sorge. Ich hatte persönlich Glück, ganz, ganz großes Glück. Ich bin im Januar bis Mitte Februar auf Tour gewesen. Ich spiele immer so Januar, Februar meine großen Konzerte und konnte dann sogar noch 2 Wochen Urlaub machen. War auf den Kanaren und als zurückkam, kam erst der Lockdown. Da hatte ich wenigstens schon mal so irgendwie so doch beträchtlichen Teil meines für 2020 geplanten Jahresumsatzes gemacht und dann auch sogar schon den Urlaub machen dürfen. Und bin dann so ein bisschen entspannter in den Lockdown gegangen. Aber das ist natürlich ein Einzelfall. Vielen, vielen anderen Leuten ging es komplett anders. Ich kenne auch Leute, die haben mit ihrem letzten Ersparten eine neue CD, die dringend nötig war, produziert und wollten dann im März mit dieser CD auf Tour gehen. Und dann ist alles zusammengebrochen. Und ich habe viele, viele Leute in Not geraten sehen. Und tatsächlich haben auch die ersten Förderprogramme fast mehr geschadet als genutzt. Das muss man sowieso so ein bisschen sagen. Die Förderpolitik ist aus künstlerischer Sicht total inkonsequent und auch wirklich nicht logisch nachvollziehbar und auch in letzter Konsequenz unsozial. Es ging schon mit diesen allerersten 2.500 Euro los, dieses Land Nordrhein-Westfalen abgegeben hat für die Künstler.
Das war nämlich eine begrenzte Summe. Es gab viel mehr Künstler, als es Mittel gab. Und natürlich haben so ein bisschen so eher so die gut organisierten Künstler das als erste beantragt, die, die alle zwei Tage mit ihrem Steuerberater reden oder sowieso einen Agenten haben oder so, der ihnen sagt, beantrag mal diese Gelder. Aber die Leute, die es wirklich brauchen, die Freaks, die echten Künstler sozusagen, die sind erst aufgewacht, als es schon alles weg war. Und dann kam diese 9.000 Euro Soforthilfe. Irgendwann, ich glaube, im April kam die, April oder Mai oder sowas. Und die waren auch sowas von undurchsichtig für uns Künstler. Wir haben, am Anfang wurde uns tatsächlich erzählt, dass ein nicht zurückzahlbarer Zuschuss für uns, für unsere Einnahmeausfälle wäre. Ich habe vorhin noch mal nachgeguckt. Am 29. März stand noch auf der Website des Bundeswirtschaftsministeriums, dass Künstler ihre Umsatzausfälle, Solo-Selbstständige Umsatzausfälle darauf anrechnen können. Das wurde dann aber, als sie gemerkt haben, wie viel es kostet, wurde kassiert. Und jetzt haben ganz viele Leute dieses Geld ausgezahlt bekommen und da wusste noch keiner, dass man das dann irgendwann wieder zurückbezahlen muss. Man darf das jetzt nur auf laufende Kosten anrechnen. Das heißt, ich habe 9.000 Euro bekommen im Mai, wurde mir das überwiesen und jetzt muss ich abrechnen, wie viel Kosten ich in der relevanten Zeit hatte. Und da ich da geht es um so Sachen wie Leasing oder Lagermiete oder so irgendwas oder Investitionen auf kleinere Sachen. Alles über 800 Euro darf man nicht anrechnen. Ist auch absurd. Und ja, mein Auto habe ich aber nicht geleast. Mein Auto habe ich mir irgendwann gekauft. Meine Gitarre habe ich mir auch irgendwann gekauft. Da läuft auch kein Leasingvertrag über eine Gitarre. Sowas macht einfach keiner. Das ist komplett absurd. Und ich habe auch keine Lagerkosten. Meine CDs liegen im Keller. Ja, und mein Büro ist mein Wohnzimmer oder meistens, bei den meisten Solo-Selbstständigen, die arbeiten eigentlich, wenn sie unterwegs sind. Und da ist mein Büro eben irgendein Café. Dafür kann ich keine Kosten abziehen. Jetzt sieht es tatsächlich so aus, dass ich diese 9.000 Euro bekommen habe. Und wahrscheinlich kann ich bis auf so einen ganz, ganz geringen Betrag nur meinen Steuerberater absetzen. Das ist alles davon abziehen. Alles andere muss zurückgeben. Jetzt habe ich Anfang Dezember von der Soforthilfe eine E-Mail bekommen, dass ich es jetzt noch im Dezember freiwillig zurückgeben darf. Ja. Wenn ich es nicht mache, muss ich die 9.000 Euro, die ich nächstes Jahr zurückzahlen muss, wenn nämlich abgerechnet wird, haben sie dieses Jahr nicht geschafft, dann muss ich die jetzt versteuern, und zwar voll. Und nächstes Jahr aber zurückgeben. Das ist ein bisschen absurd. Und jetzt muss ich ganz, ganz schnell rechnen, damit ich noch weiß, wie viel ich davon, ich muss selbst ausrechnen mit Hilfe meines Steuerberaters, damit ich weiß, wie viel ich davon jetzt noch zurücküberweisen muss, damit ich keine Steuern drauf zahlen muss. Das ist diese Form der Absurdität. Die andere Form der Absurdität waren dann diese 75%, die auf einmal im November auf den Umsatz bezahlt worden sind. Also jeder Künstler, für die da nicht so gut informiert sind, die nicht so tief drinstecken, jeder Künstler und die ganzen anderen Leute, die von den November-Lockdowns betroffen waren, haben eine Ausgleichszahlung von 75% ihres Vorjahresumsatzes bekommen. Und das ist aber auch ganz schön absurd, wenn ich mir jetzt überlege, auf was das dann bezogen wird. Zum Beispiel, ich hatte im November 2019 ein Konzert in Paderborn. Nehmen wir mal einfach mein Konzert in Paderborn, da lässt sich das wunderbar dran erklären. Dieses Konzert hat einen externen Veranstalter, der es organisiert hat, in einem Club. Der Club hat den Kartenverkauf abgewickelt, dann mit dem Konzertveranstalter abgerechnet und der hat am Ende mit mir abgerechnet. Die Karten wurden, wie es heutzutage üblich ist, zu 95% im Vorverkauf über CTS Eventim verkauft. So, wenn ich jetzt meinen November-Umsatz abrechne, dann fließt von dem Abend mein Anteil von den Eintrittsgeldern ein. Diese Eintrittsgelder hat mir aber mein Veranstalter bezahlt. Das heißt, dieser Umsatz taucht bei ihm nochmal auf. Diesen Umsatz hat er aber vom Club bekommen. Der Umsatz taucht also beim Club nochmal auf. Und ich weiß nicht genau, wie weit CTS Eventim für die Novemberhilfen beantragsberechtigt ist, weiß ich nicht. Aber insgesamt wird viermal der gleiche Umsatz, das gleiche Geld, was geflossen ist, wird
angegeben, um die Novemberhilfen zu berechnen. Das ist natürlich ein System, was sich nicht allzu lange durchhalten lässt. Und im Dezember wollen sie es nochmal so machen. Aber ab Januar, wo der gleiche Lockdown ist, wahrscheinlich für uns Künstler noch Monate, ich nehme nicht an, dass im Januar oder Februar Konzerte stattfinden werden, da wird es eine komplett neue Regelung geben, wo dann wahrscheinlich wieder nur die Betriebskosten oder ich hoffe wenigstens ausgefallene Umsätze oder so irgendwas angesetzt werden. Das heißt, wir haben im Laufe eines Jahres so viele verschiedene Hebel, über die die Förderung ausgerechnet wird, dass das kein Mensch mehr nachvollziehen kann. Mein Steuerberater sagt, er macht gar nichts anderes mehr als Fördergelder ausrechnen. Und ich finde das ein bisschen seltsam. Also ich habe, als ich das gehört habe mit dem Umsatz, habe ich mich wirklich gefragt, ob die, die diese Regel erlassen haben, eventuell den Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn nicht kennen. Denn es ist einfach komplett absurd. Wenn jetzt jemand, ein Diskothekenbetreiber meinetwegen, der hat ja dann auch irgendwie Personalkosten und einen Wareneinsatz für die ganzen Getränke und so. Wenn man dem 75% von seinem Umsatz bezahlt, in dem Moment, wo er seinen Laden zu hat, lacht er sich kaputt, weil der mehr verdient, als wenn der arbeitet. Und also bei mir war das jetzt auch, in meinem November waren lauter so kleinere Konzerte geplant, wirklich alles so auf absoluter Notstufe. Ich bin jetzt auch tatsächlich durch die Novemberhilfen besser weggekommen, als wenn ich arbeiten gegangen wäre. Und das kann doch nicht sein. Das ist alles so absurd, das ist nicht nachvollziehbar, das ist auch unsozial. Denn die Leute, die gut im Geschäft sind, die es eigentlich am wenigsten nötig haben, die kriegen natürlich am meisten, weil sie auch 75% von ihrem Vorjahresumsatz bekommen. Das sind diese Förderungen, die sind für mich wirklich nicht nachvollziehbar. Es ist tatsächlich natürlich auch, wie Pamela es gesagt hat, wir machen das alle gerne, wir lieben unseren Beruf und uns fehlt es total. Ich war wirklich im Sommer, als ich zum ersten Mal auf der Bühne stand, war ich in Tränen, weil ich gemerkt habe, wie sehr ich meinen Beruf liebe. Und gleichzeitig habe ich mich so gefühlt wie so ein Fußballer, der nach einem Kreuzbandriss wieder langsam auf den Platz zurückfinden muss. Meine ganzen Automatismen haben nicht mehr funktioniert. Ich glaube tatsächlich, dass wir Künstler alle ganz schön üben müssen, wenn wir dann irgendwann hoffentlich im Herbst wieder ran dürfen. Also ich werde versuchen, vorher 2 oder 3 Shows irgendwo privat zu machen, um meine ganzen Routinen wieder hochzufahren. Sonst versage ich gleich beim ersten Konzert und weiß meine ganzen alten Texte nicht mehr. Es ist tatsächlich für uns keine leichte Situation. Und wir würden, also ich bin seit 30 Jahren selbstständiger Künstler und habe eigentlich nie Geld vom Staat gebraucht. Es ist ein ungewöhnlicher Schritt für mich gewesen, einen Antrag zu schreiben. Da musste mich mein Steuerberater tatsächlich dazu zwingen. Deswegen kann ich ihn jetzt auch zum Glück davon bezahlen. Und mir wäre es lieber, ich könnte einfach ganz normal auf Tour gehen. Das ist jetzt die kommende Zeit, wäre so die Zeit, wo meine wirklich großen Konzerte alle wären. Da fahre ich dann immer durchs Land und gebe eine Nacht nach der anderen Konzert. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Es ist wahnsinnig anstrengend, aber man schaut in so viele lachende Gesichter, die fehlen mir gerade alle. Und ich würde mich freuen, wenn es bald wieder weitergeht. Ich habe tatsächlich aber glaube ich nicht, dass wir im ersten halben Jahr 2021 großartige Kulturveranstaltungen erleben werden. Das wird im Sommer auf kleiner Stufe wie im letzten Jahr wieder hochgefahren. Und wenn wir viel Glück haben, normalisiert sich dann ab dem September halbwegs. Das wäre so meine Prognose, die ist wahrscheinlich optimistisch. Vielen Dank, Götz. Das geht einem richtig unter die Haut, wenn du das so erzählst, wie sehr du deinen Beruf liebst und wie sehr du darauf jetzt verzichten musst. Erhard, da kommt die Politik ins Spiel. Vielleicht kannst du uns mal als kulturpolitischer Fachmann eine Einschätzung geben. Was lief da eigentlich schlecht, was lief gut und was müssen wir eigentlich für die Zukunft jetzt tun, um diese wichtige und wunderbare Szene auch zu erhalten? Ja, danke Markus. Erstmal danke auch für die Einladung. Du hast auf jeden Fall 2 super Gäste. Ich hoffe, ich kann da mit einigermaßen mithalten. Ich muss gleich das aufnehmen, was Pamela und Götz Wittmann gesagt haben. Es ist natürlich für einen Kulturpolitiker
ist das, braucht hoffentlich niemand erklären, wie wichtig Kultur ist. Aber das Problem beginnt natürlich damit, dass es eine totale Herausforderung ist, das sage ich ganz ungeschönt, als Kulturpolitiker sich Gehör zu verschaffen an denen, ich sage jetzt mal bei uns in der Opposition eher Fraktionsspitze, Parteispitze und bei den Regierungsparteien, da sind auch, also wenn ich im Kulturausschuss rumschaue, mal eine Partei ausgenommen, aber von CDU, CSU bis Linke, ich glaube, die KulturpolitikerInnen, die sind da alle mit dabei und wissen um die Bedeutung der Kultur, wissen zum Teil, nicht genau, ich glaube, da gibt es auch viele Defizite oder gab es es, wie die Kulturszene aufgebaut ist. Der Kampf ist eigentlich intern das den Leuten klarzumachen, die direkt an den Geldtöpfen sitzen. Das heißt, Frau Grütters mag es vielleicht sogar verstehen, aber damit sie sich Gehör verschaffen kann bei Altmaier oder Scholz, da braucht es einen langen Kampf und der ist zum Teil bis heute wirklich nicht wunderbar gelungen auf Regierungsseite. Aber wir wollen Parteipolitik mal ziemlich weit hinten ansiedeln heute. Ich glaube, dass man durch Corona eins gemerkt hat, dass die Kulturpolitik des Bundes diese Zweiteiligkeit, also die geförderte, die institutionell geförderte Kultur und die sogenannte freie Szene, wo alles andere drunter fällt, dass das jetzt richtig aufbricht. Die freie Szene, die hängt rum, keiner weiß, wer ist das überhaupt. Das ist so, so divers, ich mag das Wort gar nicht so sehr strapazieren, aber das geht halt von Live Nation Marek Lieberberg bis zum kleinsten Club im Bayerischen Wald und bei den Künstlern genauso. Das ist oft das Problem, dass wenn sich bei Alarmstufe Rot Campino hinstellt oder jetzt auch ein Götz Wittmann das schildert, dann sagen die, ja, das sind ja erfolgreiche Künstler, denen geht es doch gar nicht so schlecht, aber es setzt sich fort und natürlich, es hängt an jedem, auch am erfolgreichsten Künstler, einfach eine Riesenlatte von Menschen dran, die für ihn arbeiten, die mit der Sache zusammen ihren Lebensunterhalt bestreiten. Mir war immer wichtig, das Wirtschaftliche nach vorne zu stellen, nicht irgendwie eine Extrabehandlung für Kulturschaffende zu fordern, obwohl ich weiß, dass natürlich alle, die in der Kultur unterwegs sind, eine Neigung zur Selbstausbeutung haben. Nicht alle, aber viele. Und das schlägt jetzt nochmal richtig durch, dass wenn dann jemand noch in den Genuss von Kurzarbeit gelangt, dann hat er eh schon ein kleines Gehalt und dann schaut das auch mit Kurzarbeit nicht so gut aus. Wir haben versucht, viele Gespräche immer wieder zu führen und da bin ich echt dankbar, zum Beispiel mit Robert Habeck zusammen mit den Leuten zu sprechen von Anfang an, weil wir wissen vielleicht ein bisschen was, du hast das gesagt, ich habe auch 15 Jahre in der Independent-Musik gearbeitet, aber auch die Szene verändert sich so schnell, wenn man damit 3-4 Jahre draußen ist, dann ist alles oft wieder ganz neu zu sehen. Aber wie gesagt, also wir haben mit den Leuten von Anfang an gesprochen, da ist halt unser 10-Punkte-Plan rausgekommen und der 10-Punkte-Plan zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft, weil wir einfach gesehen haben, das ist der erste Dominostein, der nicht fallen darf. Weil wenn der fällt, also wenn die Veranstaltungswirtschaft und Veranstaltungsbranche in Deutschland richtig ins Wanken gerät, dann hängt so viel dran, dann hängen die Künstlerinnen und Künstler dran, aber auch alle anderen, die in dem Umfeld arbeiten. Ich will jetzt nicht alle 10 Punkte hier runterbeten, aber ein Kernstück ist natürlich die Einführung des Existenzgelds für Solo-Selbstständige. Ich glaube, dass Götz hat es geschildert, viele in der Regierung haben nicht verstanden, dass ein Solo-Selbstständiger zuerst mal schaut, dass er seine laufenden Kosten so niedrig wie möglich hält, weil das reale Kosten für ihn sind. Also die Betriebsausgaben fährt der nach unten und seine wirklichen Kosten sind die, was er zum Leben braucht, was er dann auch braucht, um zu arbeiten. Deshalb waren die ersten Hilfen, die nur auf die Betriebsausgaben und auf diese Fixkosten abgezielt haben, natürlich nicht treffgenau oder nicht wirklich hilfreich. Das stellt man halt leider jetzt nach 9 Monaten, 10 Monaten fest in der Pandemie, dass ganz viele Leute immer noch durchs Raster fallen, dass die Hilfen zum Teil random ausgegeben werden. Pamela hat vorhin gesagt, in einzelnen Ländern ist es besser gelaufen als in anderen, in einzelnen Bundesländern, das stimmt. Ich sage da immer gern Baden-Württemberg, nicht weil das von Kretschmann regiert ist, sondern weil Baden-Württemberg seit März diesen fiktiven Unternehmerlohn hat. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, dass die Leute einfach jetzt hier nach der langen Zeit
wirklich auch ein bisschen zur Ruhe kommen müssen. Und wenn sich die Bundesregierung entschließen würde, zumindest für Corona diesen fiktiven Unternehmerlohn für Selbstständige zu bezahlen in Höhe von 1.200 Euro, ich weiß, da machen wir nicht alle glücklich. Und auch die 10 Punkte werden nicht alles helfen, das sage ich auch. Aber das wäre schon ein erster Schritt und da kämpfen wir halt drum. Wir hatten die entscheidenden Punkte des 10-Punkte-Plans auch natürlich in einen Antrag gegossen. Das macht man als Opposition. Natürlich sind wir keine Fantasten und wissen, dass die Regierung nicht einem Antrag der Grünen zustimmen wird. Aber die Hoffnung ist halt, dass sie einzelne Sachen übernehmen und es von mir dann als eigenes verkaufen. Und tatsächlich, also es hat am Anfang so ausgesehen, als ob sie den Punkt Planungssicherheit schaffen, Schutzschirm für den Neustart. Das heißt, wenn man jetzt Planungen macht für Veranstaltungen, die nächstes Jahr fest stattfinden sollen, und die nicht stattfinden können, dann wegen Corona, dass man dann auf den Kosten nicht sitzen bleibt. Das hatte Scholz angekündigt, aber jetzt schaut es leider so aus, dass es wohl nicht, auf jeden Fall nicht Anfang des Jahres passieren wird, sondern erst im Juni, und dann wäre ich doch parteipolitisch Juni, da sind wir kurz vor der Bundestagswahl. Also ich kann mir vorstellen, dass der Kanzlerkandidat Scholz dann diese Hilfen im Juni verkündet, wo mir das Verständnis fehlt, weil ich weiß, dass einige natürlich das auch vorher schon brauchen. Um das Bild noch voll zu machen, dass die Hilfen oft sehr unschlüssig sind und sich auch in sich widersprechen. Also wir haben jetzt eine kleine Anfrage gestartet, auch über unsere Wirtschaftspolitikerinnen zu den Novemberhilfen, einfach Nachfragen, die wir auch aus Gesprächen mit Unternehmen, mit Soloselbstständigen, und das sind 54 Nachfragen. Also daran sieht man schon, dass das alles ein großes Wirrwarr ist. Ich kann sagen, dieser 10-Punkte-Plan, ich bin keiner, der sagt, es sind die 10 Gebote, aber ich glaube, der packt die entscheidenden Sachen an. Und was ganz wichtig ist in dem Plan, ist dieser Austausch, der fehlt halt von Anfang aus. Der Austausch mit der Szene, der Austausch mit Leuten, die wirklich betroffen sind. Und auch wenn es vielschichtig ist, also das finde ich auch spannend. Das ist nämlich auch ein ganz essentieller Wirtschaftsteil, also Anteil in der deutschen Wirtschaft, den das ausmacht. Ich will die Zahlen jetzt gar nicht runterbeten, ihr wisst sie mittlerweile wahrscheinlich alle. Natürlich ist da viel von den Gamern drinnen, aber es ist eine relevante Zahl, es ist eine relevante Zahl von Arbeitsplätzen und es ist halt das, was das Land auch ein bisschen befeuert, was Kunst und Kultur Widerspruch. Wir als Partei der Skeptiker, ist natürlich brauchen wir das und da müssen wir halt natürlich drum kämpfen. Aber ich höre gerne, was hier auch noch weiter gesagt wird. Das erstmal von mir. Danke, Markus. Vielen Dank, Erhard. Ich würde mal in die Diskussion einsteigen, weil wir jetzt ganz viel gehört haben. Eben, Pamela, wir haben eben gesagt, wir müssen die Bühnen, wir müssen die Orte erhalten. Aber das wird natürlich auf die Länge für viele wahrscheinlich sehr schwer, trotz der Hilfen auch. Mich würde mal interessieren, deine Einschätzung, was macht das mit dem Kulturstandort zum Beispiel in Berlin? Aber wir sehen das auch natürlich bei kleinen Festivals und sowas. Also was macht diese Krise mit dem Kulturstandort? Wo siehst du die Perspektive? Das heißt, du hast vorhin gesagt, wenn wir langsam wieder hochfahren, das wird alles schwierig werden. Und wenn wir jetzt gerade mal auch diese Verbindung mit dem Tourismus sehen, gerade in Berlin, viele sind ja nach Berlin gekommen, um hier auch diese Clubszene und so zu erleben. Also wo geht da die Entwicklung hin? Immer wenn wir auch Anhörungen machen zum Thema Tourismus, frage ich immer, gab es schon Insolvenzen? Und siehst du, dass das zu einer nachhaltigen Veränderung der Clublandschaft auch führt? Also jetzt auf Berlin bezogen, soweit ich weiß, gab es noch keine Insolvenzen. Aber das Problem an den Programmen im Augenblick ist ja, dass also es gibt die Bundesprogramme, die am Anfang 80% der Fixkosten übernommen haben. Das reicht natürlich nicht, wenn du komplett geschlossen hast und kein Geld verdienst, sind 80% natürlich toll, aber woher kommen die anderen 20%? So, und dann ist unsere Branche ist auch sehr unterschiedlich. Viele Live-Musikspielstätten haben eine Umsatzrendite von ungefähr 1% im Jahr. Also das heißt, die Kosten, die sie haben, die sie ausgeben für Künstlerinnen, Miete und so weiter und so fort, ist ungefähr genau das, was sie einnehmen. Das heißt, man kann sich überhaupt kein Polster erwirtschaften. Also viele von uns leben sozusagen von der Hand in den Mund. Das funktioniert, solange wir geöffnet haben. Es funktioniert aber natürlich nicht, sobald wir zumachen müssen.
Und dann gibt es aber natürlich auch die, die einfach etwas mehr Geld verdienen, die also eine Reserve haben. Aber wir sind jetzt nach 9 Monaten sind wir eigentlich alle auf der gleichen Stufe, weil die, die Reserven hatten und die verwendet haben oder verwendet haben müssen, weil wir, das Berliner Hilfsprogramm ist ein Liquiditätshilfsprogramm. Das heißt, jemand, der nicht liquide ist, kann Geld beantragen. Jemand, der liquide ist, der also eine Reserve hat, ist benachteiligt. Ich persönlich finde das sehr unfair. Das Götz hat das vorhin ja auch schon angesprochen. Manche Hilfen sind irgendwie unsozial auf einer gewissen Art und Weise. Ich finde das auch. Also das heißt, die, die Gelder hatten, haben die jetzt auf jeden Fall aufgebraucht. Dann gibt es die Leute, die kreditwürdig waren und am Anfang einen Kredit aufgenommen haben, den sie jetzt verwenden, um ihre Kosten zu tragen, also Mieten und so weiter und so fort. Das macht man ja eigentlich nicht mit einem Kredit. Also wenn man einen Kredit aufnimmt, dann kauft man eigentlich etwas und investiert das in etwas und hat dann einen Gegenwert. Die Leute, die den Kredit am Anfang der Corona-Krise aufgenommen haben, nehmen den, bezahlen ihre Miete, haben also keinen Gegenwert, haben aber keine Liquiditätshilfen aus Berlin bekommen, weil sie ja wegen des Kredits liquide waren. So. Aber jetzt, das finde ich zum Beispiel auch sehr unfair, weil die haben, wenn die Krise vorbei ist und es irgendwann weitergeht, müssen die diesen Kredit zurückbezahlen. Und wenn das jetzt aber ein Laden ist, der eigentlich sowieso nicht so wahnsinnig viel erwirtschaftet, bricht denen am Ende der Kredit möglicherweise das Genick und nur indirekt Corona. So oder so sind wir eigentlich alle auf dem gleichen Stand. Wir haben alle kein Geld mehr, wir werden am Leben erhalten. Wenn man das weiter fortführt und wir eine Unterstützung bekommen, um auch langsam wieder aufmachen zu können, dann schaffen wir das. Wenn das aber eben nicht passiert, dann werden sehr, sehr viele von uns in die Insolvenz gehen, spätestens in dem Moment, wo wir wieder öffnen dürfen. Und was das für die Stadt bedeutet, also es wird halt einfach weniger bunt, logischerweise. Also wenn gerade die kleinteilige Szene in Berlin, die ja auch so unfassbar facettenreich ist und so viele unterschiedliche Orte bildet und so viele unterschiedliche Musikstile repräsentiert, verschiedene Künstlerinnen repräsentiert und so viele verschiedene Zufluchtsorte bietet für die unterschiedlichsten Menschen überhaupt, ist ja der Grund, weshalb viele Menschen nach Berlin kommen, weil Berlin irgendwie so frei ist und so offen und so bunt und so wahnsinnig kreativ. Das heißt, diese Leute verlieren ihre Zufluchtsorte. Die Künstlerinnen verlieren ihre Bühnen, habe ich ja auch schon gesagt. Aber Berlin verliert unfassbar an Attraktivität. Also es gibt ja diverse Studien, die auch herausgefunden haben, dass Berlin rühmt sich ja auch mit seiner Start-up-Szene, so Tech-City oder wie man das nennt. Das ist jetzt nicht so mein Gebiet, aber auf jeden Fall kommen sehr viele junge Menschen, gut studierte Menschen nach Berlin, um hier zu arbeiten, weil die Kreativszene einfach da ist, weil die Stadt so bunt ist und so inspirierend ist, eben auch in anderen Berufen. Und da, auch das ist ein Ring, der eigentlich Ringe, die ineinander greifen. Also Berlin profitiert auch in vielen anderen Branchen und mit vielen anderen Wirtschaftszweigen von der Buntheit der Stadt, die wir bieten. Und das bringt auch Geld. Die Clubkultur alleine erwirtschaftet mit nachgelagerten Branchen im Jahr ohne Corona ungefähr 1,5 Milliarden Euro. Das ist das, was wir der Stadt bringen mit den ganzen Dienstleistern, die dranhängen. Das heißt, das, was Berlin im Augenblick in uns investiert, da sind wir weit entfernt von 1,5 Milliarden glücklicherweise. Also Berlin macht keinen Verlust, will ich damit sagen, wenn sie uns unterstützen, sondern erhält etwas am Leben, womit sie hinterher auch wieder Geld verdienen können. Deswegen finde ich, wäre das eine schlaue Sache, das auf jeden Fall so lange weiterzuführen, damit wir das eben entsprechend auch überleben. Ansonsten hätte man jetzt ehrlicherweise auch das Geld zum Fenster rausgeschmissen, wenn man uns am Ende dann verrecken lässt. Aber für die Stadt, jetzt mal unabhängig davon, dass ich eine Clubbetreiberin bin. Ich bin ja 93 nach Berlin gekommen und nicht als Clubbetreiberin. Ich habe eine Bankausbildung gemacht, also voll mega spießig und hatte gar nichts mit Clubs zu tun. Aber ich wollte immer nach Berlin, weil Berlin so frei ist. Ich komme aus einer Kleinstadt aus Westdeutschland, in der ich keine Luft gekriegt habe, weil dieses Kleinbürgertum mich einfach erdrückt hat. Deswegen bin ich nach Berlin gekommen, um Bankkauffrau zu werden. Deswegen kommen viele andere hierher. Und wenn sozusagen dieses Bunte, das Kreative weg ist, dann sind wir irgendwann eine x-beliebige Großstadt wie jede andere auch. Und das wäre echt schade. Ja, das ist ein spannender Aspekt, auch dieser ökonomische Aspekt für die Regionen, für die Städte. Ich glaube, das hat man viel zu wenig im Blick.
dass auch andere tatsächlich, nicht nur ihr als Clubbetreiber oder die Künstler davon leben, dass ihr Programm macht, sondern natürlich auch die Hotellerie, auch die sonstige Gastronomie. Und ich glaube, dass man diesen Zusammenhang eigentlich noch mal viel, viel deutlicher machen muss. Die regionalwirtschaftliche Bedeutung auch von Kulturangeboten ist eine riesige. Aber ich will dich auch noch mal fragen, Götz, weil du hast sehr viel von der Liebe zu deinem Beruf gesprochen und wie gern du auf der Bühne stehst und wie dir das gefehlt hat. Wir sehen das ja in anderen Branchen auch. Auch in der Gastronomie, eigentlich eine Branche, die ja ohnehin schon chronisch einen Personalmangel hat, aber viele das trotzdem sehr gerne machen. Die Frage, die mich interessiert, ist, auch Leute, die ihren Beruf lieben, müssen von irgendwas leben. Das heißt, wie lange hält man das quasi aus als Künstler, je nachdem, wie lange diese Abstandsmaßnahmen jetzt noch gelten? Und wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass viele, auch sagen wir mal, weniger bekanntere Künstler in andere Branchen abwandern und sagen, okay, ich verabschiede mich von der Bühne und suche mir irgendeinen anderen Brotberuf, weil ich es vielleicht auch einfach nicht mehr aushalte, quasi von der Hand in den Mund oder von der einen Katastrophe zur nächsten zu leben. Und wird dadurch vielleicht die Kulturszene auch irgendwie ein Stück weit ärmer? Ganz bestimmt, aber man muss erst mal dazu sagen, wer nicht in der Lage ist, von der Hand in den Mund oder von einer Katastrophe in die nächste zu leben, der sollte es am besten gar nicht erst versuchen, Künstler zu werden, denn die ersten Jahre sind bei jedem Künstler so. Das gibt da gar keine Ausnahmen, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie so über Deutschland sucht, den Superstar direkt in die Medien schießt, aber dann sind die Jahre hinterher nicht mehr so toll. Wenn man sich versucht, da wirklich ernsthaft was aufzubauen, geht man sowieso durch Härten und man gewöhnt sich auch daran, dass einem da, wenn man sich selber nicht hilft, kein anderer hilft. Und ich sehe jetzt aber trotzdem, dass etliche von den Leuten, ich hatte ja bis vor ein oder zwei Jahren habe ich ein Label gehabt, wo ich jüngeren Liedermachern irgendwie versucht habe, auf die Sprünge zu helfen. Das habe ich dann irgendwann wieder aufgegeben, weil es einfach wahnsinnig viel Arbeit war und dann bei aller Freude, die es gemacht hat, eben doch relativ undankbar war und einen aufgerieben hat auf die Dauer. Aber diese Leute, die wir da gefördert haben, die eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg waren, die gerade dabei waren, sich so ihre Clubs in jeder Stadt zu erspielen und tolle Alben gemacht haben, wirklich künstlerisch auf einem fantastischen Weg waren, davon arbeitet der eine jetzt wieder in der Go-Kart-Bahn, der andere macht Übersetzungen und so weiter. Also so, die schlagen sich alle irgendwie durch und können halt im Moment keine Kunst machen. Deswegen liegt auch diese ganze Produktivität, dieses unglaubliche Talent auf Eis. Und ob die das Momentum, was die hatten, bevor die Pandemie losging, ob die das dann wieder entfalten können, wenn es dann wieder so langsam losgeht, das wage ich in Frage zu stellen. Das ist auf jeden Fall gefährdet, dieses Momentum, was die damals hatten. Und das kann man jetzt auch nicht so durch permanentes Streamen oder so irgendwas aufrechterhalten. Streamen ist was im ersten Lockdown alle gemacht haben, und aber dann auch schnell erkannt, dass man da ganz schnell sein Pulver verschossen hat. So nach zwei, drei Streams von 1,5 Stunden hat eigentlich kaum noch ein Künstler was Neues zu sagen. So genial ist einfach keiner. Da ist dann so ein Format, wie wir es jetzt gerade machen, doch deutlich dankbarer, wenn man Gäste einlädt und mit denen spricht. Wenn man aber so als Bühnenfigur versucht, ohne dass man jetzt ein Team hat wie Böhmermann oder so, wenn man als Bühnenfigur versucht, einen regelmäßigen Stream zu machen, hat man es schon ganz schön schwer. Und insofern, diese Leute hatten werden Probleme haben, die Aufmerksamkeit, die sie damals hatten, wieder aufzubauen. Das sehe ich definitiv so. Und es ist auch gerade für jemanden, der Berufseinstieg quasi gerade riskieren will als Künstler, ist es praktisch unmöglich, einen Fuß auf die Erde zu bekommen. Es ist so schon hart genug, aber im Augenblick sehe ich da wirklich gar keine Möglichkeit zu starten. Erhard, wir haben ja in der Politik ja jetzt auch mittlerweile so einen gewissen Gewöhnungseffekt an Katastrophenmanagement und auch an Katastrophennachrichten. Und wir haben ja viele Branchen, die auch sehr stark betroffen sind. Würdest du sagen,
dass wir quasi jetzt an der Schwelle zu diesem neuen Jahr in der Politik es nochmal hinbekommen, auch einen Diskussionsslot zu haben über die Nöte der Kultur, weil jetzt natürlich auch viele auch zu Recht den Finger heben und sagen, wir brauchen jetzt aber ganz besondere Hilfe. Ich sage jetzt mal, jetzt ist Weihnachtsgeschäft, jetzt kommt der Handel, denen ist durch diesen Lockdown viel weggebrochen. Und wir haben jetzt, Pamela hat eben das angesprochen, auch, sage ich mal, das ökonomische Thema. Und bei diesen ökonomischen Fragen, die da diskutiert werden, stehen immer andere in der ersten, zweiten und dritten Reihe. Und so Sachen wie Kultur, Gastronomie und so, die stehen immer hinten an. Also glaubst du, wir können nochmal eine Aufmerksamkeit organisieren, um der Branche da wirklich effektiv zu helfen und auch die ökonomische Bedeutung zu zeigen? Das ist eine große Frage. Also es ist der Kultur auf jeden Fall mal gelungen, aus dem Feuilleton auszubrechen und vielleicht so auf die Seite 3 der analogen Presse vorzudringen. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob das so bleibt, vor allem wenn natürlich sich so ein Bild einschleift, dass man sagt, ja, für euch wird ja was getan. Es gibt doch schon zig Hilfen und es wurde doch schon so viel gemacht. Und ich bleibe dabei, es sind ganz, ganz viele, für die hat noch nichts erreicht oder müssen jetzt Sachen zurückzahlen, die sie vielleicht bekommen haben, ist eine große Verunsicherung und eine brutale Existenzangst, die auch nicht mehr die Durchhalteparolen hören mögen. Das ist mir schon klar. Und auch nicht irgendwie zu sagen, Opposition und Regierung ist was anderes, sondern nein, da wird dann natürlich das alles unter eins zusammengefasst. Ich glaube, das Beispiel jetzt mit, es gibt so kein, meiner Ansicht nach sollte man sich verabschieden von dem jetzt vordrängen, ich will jetzt und ich, sondern es muss einfach konsequent an dem gearbeitet werden, dass diese Struktur erhalten bleibt. Also wir sind dabei, Pamela hat es gesagt, was die Stadt Berlin investiert, das kann ich auch auf den Bund umrechnen und da ist alles, was wir bisher angefangen haben oder wovon wir gesprochen haben, ist nicht annähernd diese Kosten, die wirklich dann, was das kosten würde, das nur annähernd wieder herzukriegen nach einer überwundenen Pandemie, wenn wir jetzt zulassen, die Infrastruktur wegbrechen zu lassen. Natürlich ist so viel dabei, wenn jemand aufgibt, weil er einfach sagt, ich halte es nicht mehr aus, ob ich morgen, ich kann nicht auftreten, mein ganzes Musikersein ist auf live ausgerichtet, weil CD nichts bringt, Spotify und die Plattenmogule mich abzocken, das kann ich natürlich nachvollziehen, aber man muss genau in diesen Bereichen arbeiten und ich kann nur sagen, wir haben das schon auf dem Schirm und wie gesagt, es gibt keinen heiligen Gral, den man jetzt einfach umsetzt und dann passt es, aber die Bedeutung, die Kultur und es geht ja auch bei den Schriftstellern weiter. Du hast jetzt das mit den Läden gesagt und ich bin versucht, die Situation auch, wie ich sie die letzten Monate auch von Schriftstellerinnen geschildert bekommen habe, was es auch bedeutet, wenn Buchhandlungen geschlossen sind. Also ich glaube, in ganz Deutschland sind zu, nur in Berlin. In Berlin sind sie offen als Tankstellen des Geistes, was ich sehr gut finde. War auch gestern in meiner Lieblingsbuchhandlung. Es soll nicht alles zum Big A, zum bösen A gehen, sondern die Leute sollen in ihre Buchhandlungen gehen. Es ist so vielschichtig. Ich kann nur sagen, wir werden daran arbeiten. Und ich weiß gerade in Berlin, die Grünen sind gut unterwegs. Wir müssen halt einfach denen, die am Geldtopf sind, Feuer unterm Arsch machen, dass da was kommt, wenn ich das so salopp sagen darf. Und wirklich, man wird ja, man hat viel damit zu tun und ich hätte gedacht, ich komme da, es ist alles klar und ich komme damit gut zurecht und nicht zurecht, sondern ich kann es gut einschätzen. Bei der Alarmstufe Rot-Demo, war dann auf der Bühne der Gitarrist von Beatsteaks und Rod Gonzalez von den Ärzten. Ich bin kein Fan von den Beatsteaks, die haben da rumgeschrammelt. Aber einfach das Erlebnis, vor einer Bühne zu stehen und da schrammeln zwei, gut, die haben
Iggy Pop gespielt, was mir gefällt. Und das hat mich sehr berührt. Das hat mich sehr berührt. Und dann habe ich gedacht, ja Gott, ich war auch froh drüber, weil wenn man sehr viel damit dann auch technisch befasst ist, was braucht es, um das über die Runden zu bringen? Ich glaube, keiner hat die ultimative Antwort. Aber das Feuer brennt auf jeden Fall. Und das muss auch so sein, dass die Politik das schnallt. Und die Kulturpolitik, ich habe es am Anfang gesagt, die sind gefordert, ihre Sache, ich will nicht sagen, es gibt für mich keine höhere Stelle, aber das weiterzutragen. Und deshalb finde ich das total super, dass du das machst oder dass Robert Habeck den 10-Punkte-Plan macht. Und ich glaube, da müssen einfach alle mitwirken. Dann geht da schon was. Also so bräsig ist die Politik auch nicht. Also große Teile sind dazu in der Lage, sowas aufzunehmen. Und wenn ich das sagen darf, es gibt ein parlamentarisches Forum Clubkultur sogar im Bundestag. Da sind fast alle Fraktionen, bis auf eine sind alle Fraktionen vertreten, die darum kämpfen, dass Clubs als kulturelle Orte anerkannt werden. Einfach weil es dann nicht so leicht ist, sie durch Gentrifizierung wegzuhauen. Und dieses gemeinsame Bemühen, sowas ermuntert mich auch, dass man in die richtige Richtung geht. Natürlich wollen wir am Ende dann nächstes Jahr unsere Stimmen einsacken, aber mir gefällt es, dass man das einfach, dass das wirklich breit angekommen ist, dass man auf der Basis was tun muss und da muss man einfach weiterkämpfen. Ich mache das Thema ja auch, weil ich Tourismuspolitiker bin und weil ich ländliche Räume mache. Und Kultur ist ähnlich wie diese beiden Themen auch ein Querschnittsthema. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz spannend, das auch ein bisschen crossover zu diskutieren. Und was mich interessieren würde, und da würde ich auch noch mal gern zurückkommen. Ich meine, wir haben eben ganz kurz über das Thema Gentrifizierung gesprochen. Pamela, du hast da relativ viel zu gemacht. Was mich interessieren würde, wie reagieren eigentlich die Vermieter? Wir haben ja in Berlin da auch einen sehr starken Druck aus der Immobilienbranche. Ich glaube, dass das ja kein ganz unwichtiger Punkt ist, wenn man sich das in der Perspektive anguckt. Ich meine, die müssen vielleicht auch ein Interesse daran haben, dass es die Clubs weiter gibt. Aber wie ist das eigentlich zu betrachten? Und dann würde ich gerne noch mal den Götz fragen, weil der ja sehr viel unterwegs ist, auch in ländlichen Räumen und es ja auch dort Veranstaltungsstätten gibt und es auch dort Festivals gibt. Was macht das eigentlich mit diesen Festivals? Aber Pamela, vielleicht erst mal noch mal zu diesem Vermieterthema, weil ich finde, es ist kein Seitenthema, wenn wir über die Zukunft der Clubs sprechen. Das ist tatsächlich überhaupt kein Seitenthema. Im Grunde ist es das Hauptthema die ganze Zeit schon, also abgesehen davon, dass es ohnehin auch ein Thema schon vor der Pandemie war, aber es ist auch in der Pandemie tatsächlich mit das Hauptthema, weil die Miete der größte finanzielle Batzen ist für die meisten von uns, den wir tragen müssen. Also Personal eigentlich normalerweise, aber durch dieses Medikament Kurzarbeitergeld sind wir da ja aufgefangen. Aber die Miete ist in der Regel das größte Problem. Und tatsächlich war das auch von Anfang an so. Also es gab ja, die Bundesregierung hat ja dieses Gesetz erlassen, dass man am Anfang erstmal nicht gekündigt werden durfte. Das war extrem hilfreich. Unglücklicherweise gibt es das Gesetz aber nicht mehr. Wir sind aber ja immer noch in der gleichen beschissenen Lage wie im März. Also auch hier, ich weiß, man kann keine Sonderrollen verteilen, aber wir sind mit der Veranstaltungsbranche, mit unseren Orten, sind wir in einer Sonderrolle, weil wir sind die Einzigen, die seit März geschlossen sind. Und dieser Kündigungsschutz existiert eben nicht mehr. Und tatsächlich ist die Miete das größte Problem auf der finanziellen Seite. Wir haben sehr unterschiedliche Konstrukte hier. In der Regel sind die meisten von uns bei privaten Vermietern. Es gibt einige wenige, die sind bei landeseigenen Gesellschaften zur Miete. Wir unter anderem auch. Der Vorteil von uns wenigen, die bei landeseigenen sind, ist, dass man mit diesen Vermietern besser sprechen kann und nicht so schnell gekündigt wird. Allerdings ist es gibt möglicherweise ein klitzekleines bisschen Aussicht auf Erfolg, aber auch die landeseigenen Vermieter durften uns die Mieten nicht erlassen. Sie durften Stunden und haben das auch getan, aber sie durften nicht sagen, okay, wir verstehen das, Corona, Krise, ihr seid geschlossen, ihr könnt kein Geld erwirtschaften, ihr müsst die Miete nicht bezahlen. So, und den Landeseigenen, da geht es ja eigentlich nicht darum, unfassbar viel Kapital zu erwirtschaften. Die haben ja an sich eigentlich, aus meiner Sicht jedenfalls, auch eine soziale Verantwortung. Durften sie aber nicht wahrnehmen. So, da ist man gerade dran. Bei den privaten Vermietern waren die Reaktionen sehr unterschiedlich. Also einige
Soweit ich weiß, waren bereit, die Mieten erstmal auf jeden Fall zu stunden. Andere haben gesagt, okay, wir setzen 2 Monatsmieten aus. Dann müsst ihr wieder zahlen. Der nächste hat gesagt, okay, ihr zahlt die Hälfte. Ihr kriegt eine Miete, müsst ihr nicht zahlen, dann müsst ihr die Hälfte zahlen. Andere haben nicht mal eine Antwort bekommen auf ihre Anfrage. Die haben ihren Vermieter angeschrieben mit der Bitte um Stundung, beziehungsweise ehrlicherweise muss man sagen, mit dem Inkenntnissetzen, dass man stundet, weil wenn kein Geld da ist, kann man es ja auch nicht bezahlen. Und da gab es überhaupt gar kein Feedback. Das ist wirklich schwierig. Und ich finde, also das große Problem ist, wenn wir in Berlin unsere Orte verlieren, verlieren wir die Orte. Wir werden in Berlin aber einfach keine neuen Orte finden. Das ist ja das Problem, was wir haben. Die Stadt wird extrem verdichtet. Wir brauchen sehr viel Wohnung. Das ist auch alles richtig. Aber die Stadt ist so eng, dass es keine Freiräume mehr gibt. Und der Druck auf den Mietmarkt ist ja eh so groß, weil es auch alles so sehr viel teurer wird in der Zwischenzeit. Also wir stehen da ohnehin unter einem massiven Druck. Wenn wir jetzt Corona-bedingt unsere Orte verlieren, haben wir keine Möglichkeit, woanders was zu finden, weil entweder nicht der entsprechende Freiraum da ist, den wir brauchen, um existieren zu können, aus Emissionsgründen zum einen, oder es ist unbezahlbar. Also das heißt, man kann das nicht, also du hast vorhin gesagt, Markus, glaube ich, dass es sehr lange dauern würde, das zu ersetzen. Ich würde jetzt mal die These aufstellen, es ist gar nicht möglich, das zu ersetzen, weil der Markt es gar nicht hergibt, der Mietmarkt, die Gebäude sind, gibt es einfach nicht mehr. Das ist halt echt tragisch. Und was diese Vermietergeschichte angeht, das ist auch so eine unsoziale Sache irgendwie. Also unter dieser Pandemie leiden so unfassbar viele Menschen und Branchen. Die einzigen, die, glaube ich, wirklich einfach gar nicht leiden, egal von welcher Seite man das aus beleuchtet, und ich bemühe mich wirklich von allen Seiten drauf zu gucken, sind die Vermieter. Also ich sehe nicht, dass da irgendwas kommt, also bei denen, die nicht auf Dinge eingegangen sind. Und das, finde ich, ist ein wirklich schwieriges Thema, insbesondere wenn der Staat oder auch die Länder sehr viel Geld in die Hand nehmen, um zu unterstützen. Es gibt bestimmt auch Vermieter, die sind auf die Mieten angewiesen. Aber gerade in Berlin haben wir wirklich viele, viele Vermieter und Firmen, die das als Kapitalanlage nutzen und die unfassbar viel Geld im Augenblick auch weitermachen. Und das ist eine Stellschraube, die Bundesregierung nicht angefasst hat, wenn ich das richtig beurteile. Ist natürlich auch ein schwieriges Thema, aber das wäre schon irgendwie so unter dem Stichwort Solidarität in einer Pandemie, wäre das schon, finde ich, eine gute Sache gewesen. Auch ein gutes Signal einfach. Insbesondere an die halt nichts haben und die nichts tun können und die durch die Raster fallen und einfach gar nichts bekommen. Götz, was macht das mit den Spielstätten im ländlichen Raum? Du kommst viel rum, auf Festivals auch und so. Wie ist da die Lage? Wie war das in diesem Sommer und wie ist auch die Perspektive? Also man hat tatsächlich gemerkt, dass gerade im ländlichen Raum im Sommer viel gemacht worden ist. Also diese ganzen kleinen Sachen, so Konzerte bis zu 100 Zuschauer oder so, wo sich die Leute wirklich sehr engagiert haben, um die Hygienevorschriften zu erfüllen, sich da wirklich weit aus dem Fenster gelehnt haben mit unfassbarem Idealismus und ohne jegliche Profitorientierung einfach aus Liebe ihren Job gemacht haben. Und aber um jetzt mal so generell zu der Situation im ländlichen Raum zu kommen, die Clubs und Jugendzentren und was es alles gibt, die sind sowas von wichtig für diese Regionen. Das sind in vielen Fällen in ganz, ganz finsteren Regionen die einzigen Orte, also Inseln der Toleranz, der Buntheit und der Lebensfreude. Und wenn da was verloren geht, dann ist auf einmal gar nichts mehr da. Also es ist, die sind sowieso sehr oft, haben die es sehr, sehr schwer, sind man hört öfter, dass es auch irgendwelche Überfälle von Rechten gibt auf irgendwelche kleineren Jugendzentren schwierigeren Bezirken. Und diese Leute kämpfen wirklich sowieso schon immer ums Überleben. Und jetzt ist es natürlich auch ganz, ganz besonders schwer. Wenn wir die aber verlieren, dann verlieren wir mehr als nur irgendwelche Orte des Amüsements. Ja, das sind Orte, an denen vielleicht auch mal Leuten einen Sinn gegeben wird, die sonst
einfach so in rechte Strukturen abrutschen, Orte, an denen Leute, an denen noch Diskussionen stattfinden, die sonst einfach nicht mehr stattfinden. Ich denke sowieso, was bis jetzt so ein bisschen untergegangen in der Diskussion ist, die Rolle, die die Kultur spielt in der öffentlichen Meinung, bei der Bildung der öffentlichen Meinung. Wenn man die Bildung der öffentlichen Meinung nur dem Schwachsinn, der in den sozialen Netzwerken kursiert, überlässt, dann rutschen wir auch ganz schnell in die finstersten Gefilde ab. Und da trägt Kultur eben auch was zu einer Aufklärung bei, zu einer differenzierteren Betrachtung von bestimmten Sachverhalten. Man kann dadurch leichter komplexere Zusammenhänge vermitteln als in einer TikTok-Sequenz. Ja? Also, und das ist ganz, ganz wichtig. Und eine Sache, die ich auch noch unbedingt ansprechen wollte, ist, dass wir eine Gefahr haben, in so eine Monopolisierung abzurutschen, wenn man die Leute alleine lässt. Es ist ja jetzt schon so, dass das gesamte Kartengeschäft zwischen 2 bis 3 Playern aufgeteilt wird, die da schon jetzt ziemlich viel Geld abgreifen, was früher keiner abgegriffen hat. Das haben sie sich durch ihr Monopol einfach mal so erworben. Die tun natürlich auch was dafür, die verkaufen auch Karten dafür. Aber es besteht jetzt als nächstes die Gefahr einer mehrstufigen Monopolisierung. Ich habe jetzt von verschiedenen Clubbesitzern, die in so ein bisschen Schieflage geraten sind und das öffentlich auch mal geäußert haben, gehört, dass sie schon Angebote von Live Nation oder von CTS Eventim bekommen haben, den Club zu übernehmen. Und wenn wir jetzt natürlich dann irgendwelche Monopolisten oder Oligarchen, würde ich mal sagen, ja, dann die Clubs und den Kartenverkauf unter sich haben, dann, wer weiß, vielleicht wollen die als nächstes auch noch die Kunst machen. Aber das ist auf jeden Fall eine unerwünschte, wir wollen eine bunte, vielfältige und aus dem Boden der Gesellschaft kommende Kulturszene haben, denn nur die ist lebendig, nur die macht Spaß, nur die erfindet was Neues, sonst gucken wir irgendwann nur noch Musicals und König der Löwen, und das kann sich keiner ernsthaft wünschen. Ja, das ist tatsächlich ein spannender Punkt. Erhard hat vorhin gesagt, nicht alles zum Big A bringen, sondern auch die anderen leben lassen. Siehst du diese Gefahr der Monopolisierung der Kultur auch, Erhard? Und wie muss man vielleicht auch da entgegenwirken? Das sind ja oft solche Entwicklungen, wo es tatsächlich um viel Geld auch geht. Und ich fand das jetzt, finde das einen ganz spannenden Aspekt, dass wir vielleicht auch, wenn wir nicht aufpassen, zu so einer Industrialisierung der Kulturszene kommen, wenn die, die jetzt noch Geld haben, sich eben die weggrasen, die jetzt quasi nicht zum rechten Zeitpunkt die richtige Hilfe bekommen haben. Ja, also ich sehe das absolut, also die Gefahr der Monopolisierung, und da muss auch alles dagegen gesetzt werden. Also ich kann beim Big A, also da geht's, ist ganz einfach, also wir müssen es halt hinkriegen, eine Digitalsteuer hinzubekommen, dass die Ausgangssituation, aber natürlich ist bei Amazon der Zug zum großen Teil schon abgefahren, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Also wer heute CDs verkaufen will, weil sein Live-Geschäft gerade wegbricht und der sich vielleicht überlegt, ich könnte mir doch nochmal die alte CD an den Start bringen, der wird feststellen, dass es ohne Big A gar nicht mehr funktioniert. Gerade jetzt in der Situation, wo es eben das Live-Geschäft völlig wegfällt, auch da die Sachen an den Mann und an die Frau zu bringen, ein Problem, das nächstes Jahr dann kommen wird für die Urheber mit den GEMA-Ausschüttungen. Das ist etwas, wo wir auch daran arbeiten müssen. Aber das mit der Monopolisierung, die Politik muss dafür sorgen, dass die Startbedingungen die gleichen sind. Und natürlich ist es so, dass diese Vereinheitlichung genau das Gegenteil ist. Wir wollen die Vielfalt erhalten. Die Kulturpolitik soll sich total aus der Kultur rausziehen, soll nur Kultur und Kunst ermöglichen. Das ist mein Ansatz. Also wir sollen nicht versuchen, irgendwas in irgendeine Richtung zu beeinflussen. Das muss ich ganz klar sagen. Es ist auch vielleicht nicht so en vogue mit allem, was sonst gesagt wird. Aber ich bin dafür, sich inhaltlich da völlig rauszunehmen, die Kunstfreiheit
als Höchstes anzusehen, aber als Kulturpolitik Kultur ermöglichen. Und dazu gehören einfach die kleinen, vielfältigen Sachen und nicht nur, dass Dinge in den großen Arenen stattfinden können und keine Ahnung, die Rolling Stones dann im Olympiastadion in Berlin vor 1.000 Leuten spielen oder vor 5.000, weil die Abstandsregeln eingehalten werden. Aber das Ticket kostet dann halt 1.000 Euro. Und dann ist die soziale Auslese da, Kultur, und das darf nicht passieren. Darf ich hier kurz gleich was dazu sagen? Das ist auch genau der Grund, warum wir uns gerade so unwohl fühlen in dieser bescheuerten Bittstellerposition, in die wir durch diese Pandemie reingerutscht sind. Wir wollen das gar nicht. Also das Letzte, was wir unser ganzes Leben lang wollten, ist um irgendwelche Almosen flehen, um irgendwelche Hilfen, dass wir weitermachen können. Denn ich sehe da auch dann immer die Gefahr, dass auf die Art und Weise eben doch in die Gestaltung der Kultur eingegriffen wird. Für mich gibt es auch tatsächlich, ich habe ein natürliches Misstrauen gegenüber subventionierter Kunst schon immer gehabt und bin froh, dass ich zu diesen ganzen Vereinen nicht dazugehört habe, nie mein ganzes Leben. Und deswegen finde ich es im Moment sehr, sehr unangenehm, staatliche Hilfen in Anspruch zu nehmen. Und ich hoffe, dass es so schnell wie möglich wieder aufhört. Ich will so schnell wie möglich wieder mein eigenes Ding machen und bin eher bereit, da Abstriche zu machen und irgendwie mal ein bisschen kleinere Brötchen zu backen, als dass diese Situation sich noch allzu sehr in die Länge zieht. Ich wollte jetzt nur da direkt drauf Bezug nehmen. Da muss ich ganz kurz auch was sagen, wenn ich darf. Dieses Unbehagen gegen geförderte Kultur oder Kunst, das kann ich natürlich nachvollziehen. Aber gerade um Vielfalt zu erhalten, braucht man in einer Welt, die total aus allen anderen Richtungen auf Mainstream gepolt ist, bin ich absolut überzeugt, dass man, um Chancen herzustellen, um Möglichkeiten zu schaffen, auch Geld braucht, dass es den Mehrwert für die Gesellschaft, für ein Land, für einen Staat hat, der sich als demokratisch und weltoffen und pluralistisch versteht, genau diese Kultur auch möglich zu machen. Was du vorhin gesagt hast, finde ich ganz wichtig. Ich bin ja auch ein Landei. Wir werden nächstes Jahr das Problem haben, dass die Haushalte der Kommunen unter Druck sind. Die werden weniger Geld haben. Es wird zwar die Gewerbesteuer ausgeglichen, aber die werden weniger Geld haben. Und Kultur ist halt eine freiwillige Leistung. Das heißt, es wird Aufgabe sein, einfach das, dass das zum Teil Pflichtaufgabe wird, auf allen Ebenen, auch auf Bundesebene, Länderebene ist, das ist das Entscheidende, dafür zu sorgen, dass die Kommunen dann in der Lage sind, auch zu überlegen, hey, da gibt es einen Club bei uns, der ist vielleicht privat betrieben, aber der hat noch nie Geld gekriegt, der hat auch noch nie Geld bekommen, der hat vielleicht schon mal einen Preis von Frau Grütters bekommen, aber dem müssen wir als Kommune, haben wir ein Bedürfnis oder haben wir ein Anliegen, dass dieser Club bleibt, weil ich will jetzt nicht die Lage in Berlin schönreden, das ist schon schwierig, wenn hier was wegfällt, aber wenn auf dem Land ein Club zumacht, dann kommt danach Ödnis, dann gibt es keinen neuen Club mehr irgendwo anders, sondern dann ist der weg. Da bin ich absolut dabei und das habe ich mit meinen Aussagen auch gar nicht gemeint. Also in Wirklichkeit wäre es aber wahrscheinlich vielen Clubs mit so einem Bürokratieabbau oder irgendwie einer Ausweitung ihrer Möglichkeiten viel, viel mehr geholfen. Ich habe jetzt heute mit meinem Veranstalter aus Kiel telefoniert. Der hat jetzt, weil sein Laden zu ist, hat er angefangen, Streaming-Konzerte mit den Künstlern, die eigentlich gekommen wären, zu machen. Das haben sie ihm jetzt verboten, weil es auch unhygienisch ist, Streaming-Konzerte zu machen. Sowas finde ich dann halt grenzwertig tatsächlich. Also da kann ich dann, ich bin wirklich bereit, vieles mitzutragen. Ich trage ja die ganze Zeit meine eigene Arbeitslosigkeit irgendwie solidarisch mit und verstehe das, ja. Also äußere auch bei jeder Gelegenheit gegenüber Leuten, die da sehr skeptisch sind, Verständnis für das alles, dass ich gerade nicht arbeiten darf. Aber wenn man dann einem Veranstalter, der Streaming-Konzerte macht, an denen er nichts verdient, das dann verbietet, weil da drei Leute auf der Bühne stehen, dann das sind so die Sachen, da könnte man eigentlich den ländlichen, oft sehr idealistischen Veranstaltern viel mehr helfen, wenn man ihnen Plakatflächen zur Verfügung stellen würde, statt sie zu bestrafen, wenn sie irgendwo ein Plakat hinhängen. Und in der Hinsicht wäre mit praktischen Hilfen teilweise sehr viel mehr gemacht als mit finanziellen Subventionen. Aber trotzdem ist es toll, wenn ein Jugendzentrum irgendwo in Görlitz oder in Zittau die Miete bezahlt bekommt von der Stadt. Das ist extrem unterstützenswert zum Beispiel.
Ja, ich glaube, wir müssen für den weiteren Verlauf dieser Pandemie tatsächlich uns überlegen, was wir und welche Strukturen wir erhalten wollen. Und ich kann das Argument, das vorhin kam, über diese Rolle der Kultur, das kann ich sehr gut verstehen. Und ich glaube, dass man das auch ein Stück weit nach vorne stellen muss. Also Kultur hat nicht nur eine hohe ökonomische Bedeutung, sondern Kultur hat auch eine gesellschaftliche, hat auch eine soziale Bedeutung, die sehr, sehr hoch ist. Und ich glaube manchmal, dass die in den Debatten nicht in der notwendigen Form tatsächlich gesehen wird. Und ich glaube, dass wir alles daran setzen müssen, möglichst viele Strukturen in der Kultur zu erhalten. Ich glaube, wir müssen kleine Strukturen erhalten. Wir müssen aber auch große Strukturen erhalten. Was es aus meiner Sicht nicht geben darf, ist tatsächlich das, was du vorhin angesprochen hast, Götz, dass es zu einer Monopolisierung, zu einer Industrialisierung kommt und dass dann diejenigen, die jetzt möglicherweise die Kriegskassen voll haben aus alten, guten Zeiten, später dann diejenigen sein diejenigen sind, die zum Beispiel Kulturbetrieb eher uniform möglicherweise allein als Geschäftsmodell betrachten. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir darüber diskutieren. Und deswegen danke ich euch auch, weil wir am Ende unserer Zeit sind, ziemlich auf die Minute genau, dafür, dass ihr uns heute Abend einen Einblick gewährt habt und auch offen wart. Ich fand das sehr beeindruckend, auch die Offenheit, mit der ihr heute Abend zu uns gesprochen habt. Und ich glaube, dass das genau das Wichtige ist, ich glaube auch für die Politik genau das Wichtige ist, dass wir immer offen kommunizieren und die Karten auf den Tisch legen, um auch zu zeigen, da liegt das Problem. Und ich glaube, jemand, der nicht in der Branche ist, wird es möglicherweise nicht in der Intensität und Tiefe tatsächlich wahrnehmen. Und was wir uns alle wünschen, und das sage ich jetzt wirklich abschließend, was wir uns alle wünschen, ist, dass es möglichst schnell wieder losgeht, weil wir alle wieder auf Konzerte gehen wollen, weil wir alle wieder ins Theater gehen wollen, weil wir auch wieder in die Kneipe gehen wollen und auch wieder reisen wollen. Möglicherweise wird es für das ein oder andere Thema auch Verhaltensänderungen geben. Ich glaube, es gibt vielleicht auch Chancen aus dieser Krise. Da könnte man jetzt wahrscheinlich noch mal einen ganzen Abend drüber diskutieren. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir Individualität erhalten, dass wir Strukturen erhalten in dieser Branche und dass wir so gut wie möglich aus dieser Krise wieder rausgehen. Und ich freue mich wirklich, wenn ihr eure Läden wieder aufsperren könnt. Und ich freue mich, wenn ihr wieder Konzerte geben könnt und wir alle wieder ins Theater, in alle möglichen Konzertstätten und so gehen können. Deswegen herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns wart, dass ihr so offen wart. Und ich wünsche euch ganz viel Glück für die kommenden Monate. Ich wünsche euch auch ganz viel Unterstützung. Ich glaube, Erhard und ich werden das unsere tun, hier, was in unserer bescheidenen Macht als Opposition auch steht. Aber ich glaube, wir müssen immer wieder Öffentlichkeit schaffen für das Thema. Und dazu haben wir hoffentlich heute Abend einen kleinen Beitrag geleistet. Ich wünsche euch alles Gute, viel Glück. Frohe Weihnachten, trotz Krise und trotz allem, und kommt gut ins neue Jahr, und wir alle hoffen, dass es im neuen Jahr wieder steil bergauf geht. Also herzlichen Dank und schönen Abend noch, wo immer ihr auch heute und jetzt seid. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Danke. Servus. Ciao. Ciao. Danke.